This is my brand new jam, and I'm the real deaf man. The king is saying, gotta make a move, your thing. Now listen to my message that I'm telling ya. Dance to my stuff while I'm selling ya. A brand new beat with a funky bassline is playing while I rock the mic real fine. Once again, back on the MIC. LA, the man, you better listen to me. Bam! Super sein, so wie das Raufen und so, aber nicht in echt, sondern nur im Spielfilm so, wie wenn es echt wäre und so. So ungefähr wie Callas oder was, oder wie Chuck House oder irgendwie so, lang, wirklich. So ein Film. Ich hab nicht sehr was gesagt. Ich hab gehört, weil er mich nicht gesehen hat. Das war alles. Und dann hat er sehr was gesagt. Wie soll ich sagen, ich bin nicht aggressiv. Ich bin ein Mensch, der was Action macht. Also macht, weil das, was ich mir ausgesucht habe, zum Beispiel Uno ist Action dabei. Oder Scharfschütze, Spezialeinheit, ist auch Action dabei, also kann jederzeit was passieren. Und das gefällt mir so dran, ich meine, so aggressiv bin ich nicht, oder brutal, das bin ich überhaupt nicht. Es gibt viele Leute, die machen Kampfsport und glauben, das sind wir. Aber es gibt viele, die das machen, die machen es für sich und für die Sicherheit. Also, dass sie eine Sicherheit haben, zum Beispiel, wenn sie angegriffen werden, damit sie sich wehren können. Das, also nicht, dass sie mit Messer hinstechen oder mit einer Waffe hinhauen oder was. Dass sie sich nur mit Hand und Fuß wehren, weil das ist ein fairer Kampf dann. Ich meine, so zu anderen sage ich nicht, dass ich in Kickboxen gehe oder was, weil ich möchte nicht wissen, ich will nicht, dass die wissen, dass ich Kickboxen gehe, weil dann fangen sie an zum Streiten und so. Und deswegen, ich meine, ich mache das so, weil es mir eigentlich Spaß macht und dass ich mich damit selbst verteidigen kann, wenn irgendeiner kommt und mit mir raufen will oder was. Ich meine, dann tue ich schon selbst verteidigen, wenn er mit irgendwas kommt oder was. Ich meine, wenn er mit nichts kommt, dann mache ich keine, ich meine, dann tue ich kein Kickbox. Technik anwenden, sondern dann rauf ich normal wie er. Dann, man, der rauft sicher mit Kopf und mit Fäusten und so. Und das mache ich auch dann. Ich meine, ich schlage auch mit Kopf und mit den Fäusten und so.
Aber so, wenn irgendeiner mit einer Waffe oder was kommt, Messer, da tue ich schon meine Technik anwenden, also was ich gelernt habe und so. Weil die Regierung sagt, wenn jetzt zwei Gruppen aufeinander schlagen, das ist schon eine Bande. Für mich ist es keine Bande. Dafür habe ich ja gesagt, für mich ist es eine Bande, wenn es Tod- und Mordschlag gibt, dann sind es zwei Banden. Aber wenn so zwei Gruppen sich gegenseitig schlagen, das ist doch keine Bande. Das sind nur so, von mir aus zwei blöde Gruppen, die was sich schlagen. Aber sie sind doch lange keine Bande. Und eine Bande verstehe ich zum Beispiel wie bei den Filmen Colors, dass die Blasen und die Krebs sich gegenseitig umbringen. Das ist eine Bande. Was hat die anderen? Ja, kann, gehen wir geradeaus? Oder? Na, gehen wir geradeaus. Eine Kostprobe für euch, Fuschi. Ja, komm, Frenke, da kommt sechs, Alter. Hoffentlich reicht er die Hose. Mach du auch. Den. Daumenspagat. Ah, da rutscht die Augen. Ja, war schon leid. Wie letztes Mal, dass der wissen, wie eingegangen bin. Ja. War wohl viel Leid und der ist dann wieder. Ja, Wir haben einmal an die Wand, von oben bis unten kontrolliert, ob wir irgendwas haben und so. Ja, alles. Dann hätten sie Adressen alles so aufgeschrieben. Ja. Kommen einfach rein, wenn man durchsackelt. Keiner sagt einen Grund. Kommen einfach in unseren Park rein, gell? Sicher alle an die Wand. So. Alle an die Wand. Jeder macht den Kampfsport zum Beispiel, ja. Einer macht Taekwondo, dann der macht Kickboxen oder irgend sowas halt auf die Art. Aber jetzt zum Beispiel, ich weiß, wenn das jetzt jemand hört, dass ich das sage, werden sie sagen, die Deppertnasen, da wollen sie nur prügeln und jemanden in die Goschen und was weiß ich. Aber ich wollte nur sagen, dass das nicht stimmt. Das ist einfach, weil uns dieser Sport gefällt. Einfach so, wir mögen halt keinen Fußball. Jeden das seine, ne? Wir mögen halt Kampfsport, einer macht, ja, wie gesagt, es ist einfach nur wegen dem Sport, um niemanden zum Hauen, sondern nur für uns. Ich kenne sehr viele Freunde, die Waffen selber mit sich tragen, nur um halt der Gewalt Herr zu werden. Also was weiß ich, der geht mit seiner Freundin spazieren, fallen ihm drei Typen an, verprügeln ihn. Beim nächsten Mal hat er sicher ein Messer mit. Und ich meine, das ist heutzutage normal, ich mein, für uns, die wir jetzt in dieser Welt aufwachsen. Ich mein, andere sagen, ja, es ist nicht vorstellbar, das kann man sich gar nicht vorstellen. Heute in Wien sowas, das sind die Leute, die Scheuklappen einfach tragen, die einfach nur
geradeaus schauen und in die Arbeit gehen, von der Arbeit zurückkommen und das ist alles. Vielleicht ein Bier trinken gehen und von der anderen Welt auf, der Straße eigentlich keine Ahnung haben. Ja. Die In-Filme eigentlich, das sind keine In-Filme, sondern das sind Kultfilme für uns, amerikanische Filme, sind Kultfilme eigentlich für uns. Man spricht Warriors, Wanderers, Carlos. Genau. Waffen der Gewalt. Nicht Carlos, Carlos. Ja, man, was haben wir denn? Boys in the Hood. Boys in the Hood. New Jack City. New Jack City. Ja, das sind alles so Filme. Das sind die Kultfilme, wo auch sehr, sehr viel Musik dort ist, also sprich Rappen, Musik. Also, das ist das, was uns eigentlich am besten gefällt. Man, leider ist das meistens mit Gewalt verbunden, ja, Rap-Musik. Ja, Rap-Musik, man. Das ist dasselbe das, wie. Also, ja. Wie in Amerika jetzt zum Beispiel die Rassenkrawalle ist, so wie in Österreich jetzt die Ausländerfeindlichkeit. Und die Rapmusik, die spricht darüber, sozusagen. Wir ziehen uns auch dementsprechend an. Also, die Rapper, soll ich sagen. Dann. What looks like an apple, what shaped like a pan, it has a hole in the middle with lots of hair. It's always good, but sometimes red, and every girl have one between her legs. Well, it's dark like a dungeon van, deep like a well. It's sweet like sugar, but it stinks like hell, motherfucking hell. Yeah. Weil man Braut hat, heiratet, genau, sie ist am Weg. Genau, er hat sich seit kurzem verlobt. Ja, genau. Am Freitag. Zeig deinen Ring, zeig deinen Ring. Los. Also, das kommt wieder in Mode, Verlobung und so, also, ganz normal. Ja, sie nimmt ich will nicht reingehen wegen der Polizei. Ich meine, die kommen, die alten Leute regen sich auf. Obwohl das ein öffentlicher Dings ist, ne? Das ist nicht. Geht da nicht rein. Wenn die Polizei kommt, dann schreiben sie auf und was weiß ich. Ich will keine Probleme mit ihnen. Johnson. Okay. Johnson, die regen sich alle auf. Ungefähr vor 4 Jahren, da hat es das Kinder jetzt gegeben und zwar immer in der Stadt und da haben sie sich immer herumgetrieben und haben die Ausländer terrorisiert, sprich zu sich. Wenn sie ihn dann gesehen haben, verprügelt, niedergehauen und weiß Gott, was alles gemacht haben, bis die Ausländer sich mal auch zusammengeschlossen haben. Wie bekannte Red Brothers und ein paar Beastie Boys und was weiß ich, White Lies und nur so viele Gangs zusammengeschlossen und eben gegen so eine Macht von den Skinheads und so, Gewehr zu leisten, also was dagegen zu tun. Ja, man hat dann gehört, unsere jungen Brüder sind dann in die Stadt gegangen und was sie, dann hat es irgendwie angefallen, irgendwelche Skinheads oder irgendwelche Punks, ich meine, Punks gibt es ja nicht mehr, aber solche Typen, ja.
Und werden verprügelt und so hin und her. Und das hat uns halt uns größeren angefeiert. Und dann sind wir dann selber irgendwann in die Stadt reingegangen. Und dann sind wir selber auf solche getroffen. Und ja, dann gab es halt dann die üblichen Prügeleien mit einer und so. Die haben mir einfach die Hand abgeschnitten. Und so fängt immer Schlägerei an. Obwohl wir da und ruhig sind. Na, obwohl wir da und nie was machen. Das ist mir halt gestern passiert. Na, ich habe da was getrunken. Na, ich wollte es einfach ganz normal sein. Mein ganzen super Gaudi haben. Auf einmal kommen Skins und so weiter, wollen 50 Euro. Ich gebe so keine. Gemacht. Ja, bei ihm auch. Zuerst hat er mir eins auf die Auge. Naja, okay, einen habe ich nicht gehabt, aber dann hat er mit Messer. Hat er dann einfach meine Hand abgeschnitten. Gestern war ich im Spital, 2 Zentimeter, Muskeladern, alles. Jetzt habe ich überall genannt, so Muskeladern, sind alles weg. Warum ich in auf einer Gruppe bin, die haben öfters meine Freunde gehabt. Und ich will Rache nehmen. Will ich Rache nehmen? Was willst du denn machen? Umbringen. Ja, umbringen nicht, aber schlachten. Nein, man, schlachten auch nicht, aber man, auch machen, was die unsere Freunde gemacht haben. Wenn die uns angreifen, dann müssen wir uns wehren, oder? Ist ja klar. Bin ich nicht zum Köstlichen was kaufen, haben sie gesagt, schaut den Schuss an. Bin ich weitergegangen, auf einmal haben sie mich dann Baseballschlägen auf die Hand draufgehauen. Dann bin ich einfach weggegangen, obwohl die Polizei daneben stand. Neben mir stand die Polizei, haben sie nichts gesagt. Ja, zugeschaut einfach. Und das finden sie dann fair? Ich meine, wir kriegen langsam Angst. Ich meine, außer Prater können wir nirgends hingehen. Das ist jetzt unser Treffpunkt. Is it just a mental thing going through my mind? I want you all the time. Can't you see I'm in love with this girl? Are you blind to the fact? My biggest dread is when it's your will to commit that sex act, baby. Pleasure to the highest degree puts me on the edge of madness. Your love is the baddest, I've got to have this feeling. Of your body close to mine, make your moan and whine. I believe in it. Siehst du Turnschuhe an, also meist war halt Nike oder Reebok oder New Balance oder was weiß ich, irgendwas halt. Ja, gehst am Fußballplatz, fährst Auswärtsmatch, ja, trinkst was, ja, bist leibend mit den Leuten halt, kommst schon langsam dann rein halt. Man, gehst hin und ja, fängst an mal mit denen zu reden und mit dem, ja, dann sagen die Leute, ey, da und da ist ein Kampf oder was und gehst halt hin. Und dann raffst du wieder was und bist unterwegs mit den Leuten halt, immer auf cool. Ja, und dann kommst du halt wieder und kommst wieder nach. Und wenn du ein Jahr mal auf den Fußballmatch gehst, auswärts auffährst und so, dann wissen die Leute, dass du was hältst auf die Mannschaft und so. Dann bist du eigentlich schon wohl. Also es gibt sicher Leute, was am Fußballplatz gehen und ihre Sieg-Heil-Parolen schreien. Aber deswegen ist noch lange kein Hooligan rechtsradikal, das ist blöd. Es sind genug Leute am Fußballplatz, also die, was ich kenne, die was gegen Ausländer was haben, aber deswegen sind sie ja keine Nazis. Also nur weil man ausländerfeindlich ist, kann man nicht vorstellen, dass man gleich ein Nazi ist. Mach mir aber halt da geht, weil wenn man ihn ausschaut oder was, na dann. Geht halt aus oder was, aber die hat jeder Mensch. Ja, so Tage, wo er halt leicht reizbar ist. Aber so brauche ich, kennt ja genau so einen Sportart aus. Nur bin ich ehrlich gesagt zu faul, dass ich einen Sportler betreibe, wenn ich heimkomme auf Nacht vom Arbeiten. Das ist
Das ist halt, aber so ist das eigentlich nur Freizeitvergnügen. Du gehst am Fußballplatz, hast ja gerade, siehst deine Haber und so, der andere geht ins Kino, mein Freund. Ich gehe halt am Fußballplatz. Der eine darf, der andere nicht. Das ist, das kannst du eigentlich nie so richtig sagen, warum du das machst. Das ist, entweder du machst es oder machst es nicht. Das, ich weiß nicht, warum ich es mache. Ich meine, warum mache ich es? Ich meine, ich bin ja kein, was weiß ich was, kein Verbrecher, nicht, dass es mir Spaß macht, aber halt, es ergibt sich, ja. Und wenn du da stehst, dann wirst du provoziert auch von den Leuten und da stehen und schreien so Schweine, du schreist wieder um Schweine und dann fängst du halt irgendwann an. Die Hooligans, die haben zuerst angefangen am Schwedenplatz einmal, ja. Haben einen Türken mit einem Leuchtstift genau auf die Stirn geschossen und seitdem sind wir Feinde geworden. Wir haben nichts gehabt gegen die Hooligans eigentlich. Ne? Und sie sind immer zu uns gekommen. Die, wieso eigentlich so kommen sie immer durch den Prater? Das verstehen wir nicht. Können sie nicht durch den Hauptallee gehen oder, durch, oder mit dem Straßenbahn anfahren? Ich meine, die Polizei lässt sie immer durch den Prater schicken. Ne? Das verstehen wir nicht eigentlich. Und deswegen kommt immer zu Rauferei. Und jetzt wollen sie, und die haben, wie sich die Skorpione aufgelöst haben, wollen die Hooligans jetzt die Donauinsel beherrschen oder was weiß ich, dass die keine Ausländer dorthin gehen können und so nicht. Aber ich weiß nicht, wir lassen uns das nicht zugeben. Ich meine, wir werden dann zurückschlagen, wenn sie das machen. Da gibt es genug viele ausländische Banden hier. Und wenn wir sie einmal versammeln, sind wir schon über 1000. Wenn ich jetzt sitze in der Straßenbahn, ja, oder wenn einer sitzt in der Straßenbahn, ein Hull, der hat Neiger und so, und da steigt sie in die Türken ein. Was soll er denn machen? Da kannst du nicht davor rein. Ja. Sollst du den mit dem Messer reinstechen? Bist du dran? Ja, kannst du nicht machen. Wehren kannst du auch nicht, da kannst du nur Temper drinnen lassen. Ja, anders kannst du es nicht machen. So steckst du da Trennengasdosen oder die Hundeabwehrspray, was es gibt, die sind nicht verboten. Ja, wo es normal auf die Hunde losgehst, ja, die sind nicht verboten. Wenn du da sowas einsteckst, kann da keiner was machen, aber du kannst dich selbst verteidigen. Ja. Weil wenn ich jetzt einen Priegel immer bei mir führe, weil ich Angst habe oder ich stecke mir eine Gaspistole rein oder was bringt mir das? Dann schlage ich dem vielleicht noch deppert oder der ist vielleicht, was weiß ich, geschädigt. So mit der Trennengasdose sprühe ich einmal und aus und dann steige ich aus und renne davon. Aber so, was willst du machen, wenn du ein Messer hast, musst du hinstechen. Weil wer schreckt denn schon davor zurück? Wenn du sagst, dass du ein Messer hast, hast du gleich zu 10 nochmal nieder. Und mein am gescheitersten ist, wenn du sagst, ja, du willst keinen Kölsch. Aber das geht halt nicht immer, weil der kommt her und na, komm und gibt da Watschen, diskriminiert die Faule. Und auch jeder Mensch hat einen Stolz in sich. Und wenn da einer sitzt und der geht her und gibt da 5 Watschen, ich möchte nicht wissen, was du machst, stellst dich auf und gibst ihm eine. Wenn seine Schnalle vorne ist, dann nimmt man einmal. Da ist so eine große Metallfirma. Ja, dann nimmt man so. So. Und da mit dem Metalldings haut man drauf. Das muss sicher sehr wehtun. Also, wenn da Ausländer kommen und Österreicher rausschreien, das muss ich mir im eigenen Land nicht auch hören. Nein, das sag ich auch, weil da gehört. Da finde ich, hören sie auf die Birne gehaut, irgendwie. In irgendeiner Art und Weise, ja. Das gehört halt schon so gemacht. Ich meine, ja, in einer Kulturen, ja, das können sie ja ruhig fortsetzen. Das können sie daheim machen, aber nicht auf der, mitten auf der Straße, wo die, irgendwo wir umeinander gehen. Und wie gesagt, da komme ich mir als Tourist vor im eigenen Land. Also das ist aber schon machbar so, wenn du um 5 Uhr früh in die Straßenbahn einsteigst, von 17, von 20 Leuten, 15 Ausländer. Das ist schon arg, ja. Das ist eine harte Sache. Aber sonst bin ich eigentlich. Ich meine, rechtsradikal kannst du nicht sagen, dass ich bin. Aber ich habe halt was gegen gewisse Ausländer. Zum Beispiel bei mir, der Nachbar ist auch Türk. Du mit dem verstehst du mich recht gut. Da kommt der Kleine zu mir, den Hilfe bei den Aufgaben schreiben und so, ja. Aber mit Mache kannst du einfach nicht auskommen.
Die boxt einfach nicht, die verstehen nur eine Sprache und das ist wahrscheinlich, dass du einen aufs Maul hast. Na, wenn sie das wollen, dann können sie sagen, was sie wollen. Wir haben keine Angst. Without you, baby. Without you, baby. I'm doing fine now. Oh yeah. Without you, baby. Woo! Und ich lass sie. No sleep till. Dum 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 dum. Brooklyn. Won't you free a fan day to dream another song? Then I can put on the mall and you will not speak. Beastie boys, yo. Yeah, five, brother. Anyhow, aspiration. She says that she has expectation. Wanted to be a college engineer. Wanna scratch, scratch, scratch. Warte. Okay, macht's. Es geht nicht mit dem Bier. Es geht nicht mit dem Bier. Das Kapal. Wie komme ich hier? Dahin, Samo. Moje suoci more. Bili se kupala. Den lam pa. Genau, das ist die Post. Leute, hallo. Entschuldigung, gesehen. Da vorne hat ein Freund von uns gewohnt, der was mit uns jetzt im Café war. Und ich zeige Ihnen was. Nein, wir haben da öfters Partys gefeiert und so. Und das haben sie schon mitgekriegt. Das haben die Hooligans mitgekriegt. Und hier, das auch. Und hier steht sogar, hier regieren die Hools. Da auch. Da haben sie nämlich die Fenster eingeschlagen. Da genauso. Auf das hinauf sind die dann, sie wollten so oder so wegziehen, aber jetzt sind sie dann weggezogen. Jetzt sind sie weg, weil ich meine, das ist zu gefährlich geworden. Ich mein, so, da sind wir in unserem. Das ist unser Park. Unser Beastie Boy Park. Geh mal rein, bitte. Ich meine, er hat früher mal anders ausgesehen. Jetzt ist er neu gemacht worden von der Stadt. Ich meine, es ist eh schon ein Jahr her. Da unter der Trafik war mal unser Beastie Boy Keller. Vielleicht sieht man noch was. Meine, es ist noch alles intakt unten. Ja. Es ist noch alles intakt. Da ist unser Bar nach unten. Und wir haben uns alles selber gemacht und unten betoniert und alles. Also, das war unser Beastie Boy Keller. Also, ich meine, da waren die anderen Gangs, die ganzen Gangs, die mit uns befreundet waren, waren schon da drin. Und so, ja. Genauso nach Beastie Boy Art. She's crafty, she's always there. Okay, dann zeigen wir euch unseren Ex-Park. Ich meine, Ex-Park, weil wir sind nicht mehr kleine Kinder, dass wir da im Park umeinander hängen und so. Aber da waren wir früher immer. Ich meine, da haben wir uns getroffen alle. Jeden Tag im Sommer waren wir da unten.
haben unseren Spaß gehabt. Ja. Best Horror, krass! Mann, das sieht man eh so. Das sind die Jugendlichen, das waren die Jungen, die das alles aufgeschrieben haben. Also die Jüngeren, die immer da zu uns gehören wollten, die da wohnen in der Gegend und so. Natürlich dann das Ganze aufgeschrieben, Beastie Boys und so, wir gehören dazu und so. Also das waren die Jungen, da können wir nichts dafür. Also wir haben es ihnen oft gesagt. Wir haben es ihnen oft genug gesagt. Dadurch, dass das jetzt überhand genommen hat mit den ganzen Gangs auf den Straßen, den ganzen Prügeleien und so. Nein, haben wir aufgehört. Haben wir aufgehört mit dem. Wir haben einfach gesagt, aus, Schluss. Dann haben wir uns alle aufgelöst. Ich meine, die Jungen gehen woanders hin, die Alten ins Sportcafé und so. Ja, gehen wir weiter. Na, wie geht's? Alles klar? Ja. Schauen Sie, auch wir Jugendgangs haben Gefühle. Ja, das muss gesagt werden. Wir sind nicht nur harte Schläger, die wir so auf der Straße umeinander prügeln, sondern wir haben auch Gefühle. Okay? Danke. Die wissen alle noch. Jeder Einzelne, Alter. Wieso er stärker geht auf der Straße? Ich gehe allein nicht auf der Straße, triff andere von anderen Gangs, die es noch gibt und so. Hey, hallo Beastie Boy. Da gibt's nicht Namen, sondern hallo Beastie Boy. So, animals in high school gym with them. Pom poms and bombs. It's like some nigga wants to they come from the time. Everybody was on the line. All the fellas singing Nickel and Dime. So, talk about love and lost and trust. But then it took it all and stranded deep inside. And he have aspirations. She says that she has expectations. So, want to be a college engineer. Want a 15,000 a year. A first college year wants success. So, bring along, possess and possess. He took Annie on a fatal day and show your things that it hard to celebrate. And if you can hit this one for once, one for life, the last for death. I come up like a motherfucking rocket. You're a commercial sucker, damn fuck it. Here comes my rhyme and you should listen to. Hey yo, you little sucker and your motherfucking crew. Now yeah. Don't come my way, now don't step to me. Now listen to my lyrics, I'm Ellie Boy, that's me. No playing games with me, cause I'm the best to see. My rhymes are funky fresh, you can't disagree. I'm making noise in my funky ghetto track. I'm talking street slang, like in my own dialect. If you don't like it, so you don't have to listen to it. But then I'm telling you that it should fuck you. For my rhymes, you're not strong enough. I live alone on the phone with the tone, and I always stay tough. I check it out, I come on up, y'all. I check it out, I come on up, cause I'm a beastie boy. I come on up, cause I'm a beastie boy. I come on up, I'm a beastie boy. I come on up, cause I'm a beastie boy. I come on up, cause I'm a beastie boy. I come on up, cause I'm a beastie boy. This is my brand new jam, and I'm the real deaf man. The king is saying, gotta make a move, your thing. Now listen to my message that I'm telling ya. Dance to my stuff while I'm selling ya. A brand new beat with a funky bassline is playing while I rock the mic real fine. Once again, back on the MIC. LA, the man, you better listen to me. Bam! Yeah. Oh, yeah. Okay. Woo! Yo, man, check it out, y'all. Beastie Boys live forever. Yo, you know what I'm saying? Live forever. Check it out. Yeah, give me five, brother. Come on. Yeah. Beastie Boys forever. Yeah, boy. Was ist das? Bibel. Mach weg. Bibelausstellung. Kann man immer brauchen. Warte mal. Siehst du, und das ist der Park, wo wir jeden in der Woche einmal am Sonntag um 2 Uhr Fußball spielen. Also ich würde sagen, die Bulldogge ist ein Zeichen für Stärke, Aggression. Also man, da ist man wer. Also nicht wie man das Leiberl jetzt da hat. Man ist wer, wenn man das Leiberl auch hat und was dafür macht. Also man muss genauso aggressiv sein wie die Bulldogge eben. Und wenn du jetzt auf die Straßen gehst und es kommt einer und fängt zum Böllen an, dann böll ich zurück und beiß ihn vielleicht sogar.
Da sagen die Leute, ja, das sind brutale Leute, die wissen nicht, was tun und so, und die wissen überhaupt nichts. Aber das sind die Leute, die was überhaupt nicht auskennen. Ich meine, wenn ich jetzt ein super Maler treffe und ich habe die Uhr gern und sie hat mich gern, ich mein, dann ist das absolut Gleiche wie bei einem normalen Bürger. Ich meine, das kann man nicht nach dem. Okay. Schau, es ist irgendwie vielleicht so auf Schicht. Montag bis Samstag, Samstag 12 Uhr sind wir normale Leute und am Samstagnachmittag und vielleicht am Abend eine noch, sind wir Viecher halt. Oh, so, bleib zu. I don't understand. Why can a man be a man? Habt ihr jetzt dran? Okay, was ist am Abend? Ja, ich meine, das ist dasselbe, wenn jetzt eine neutrale Ausländerbande steht, dann kommen die Österreicher auch her und hauen sie es auch nieder. Wenn jetzt 15 Ausländer herkommen und 3 Huls sind, hauen sie es nieder. Stimmt, und wenn 15 Huls herkommen, sind es 3 Ausländer, hauen sie es auch nieder, ne? Genau. Es gibt überall Vollidioten. Aber mit den Leuten haben wir nichts zu tun, weil das sind lauter Vollidioten. Ja, ist halt so. Jeder gegen jeden. Ich fange auch keinen Streit an. Aber voriges Mal, vor einigen Wochen, wurde ein Freund von mir auf die abgeschossen, weil der Hooligan fast verloren hat. Der hat ihn abgeschossen. Hat er meinen Freund abgeschossen einfach. Ja, das heißt, das abgeschossen? Ja, mit einem Leuchtschiff auf die Augen geschossen. Das ist ein warmer Hooligan, merkt er das? Das ist ein warmer Hooligan. Richtige Hooligans machen sowas nicht. Okay, der Willi ist ein Vollidiot. Richtige Leute machen sowas nicht. Richtige Leute raffen mit der Faust. So. So. Mit den Großen geht's nicht. Ah, mit den Großen geht's nicht. Voriges Mal habe ich hier geschaut. Tür! Okay, fast mit mir. Yeah!
Gehst drauf? Sit, 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 the boys! Sauf, Brüder, auf, Brüder, immer wieder, sit, 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 the boys! Alter, ich werd schicken. Ein Hooligan. Wie soll man das am besten? Naja. Ja. Ein randalierender Fußballfan. Ja. Ein Fußballfanatiker halt. Der hast du halt nicht ganz aushalt, wenn seine Mannschaft verliert, wenn er welche provozieren halt. Ne? Der hast das nicht ganz verkraft, der hast das nicht in sich halt übergehen lassen kann. Ne? Naja, da musst du sein Land stemmen. So wie die Deutschen, Deutsche gibt, du weißt, die Deutschland halten, ne? Gibt es auch bei uns Österreicher. Ne? Die auf Österreich halten. Genau. Die Banden entstehen natürlich immer nur darum, weil immer andere Banden, also die Rassisten, so die Nazis, weil die immer sagen, also, naja, Tschuschen und so, wenn wir auf der Straße gehen und sehen welche, dann hauen wir es einfach nieder. Ja. Und dann so entstehen halt immer die Bloods oder die Red Brothers und so. Ja. Und es ist halt natürlich auch ein kleines Vorbild, das in Amerika und so, also in den Bronx und so, dass die Leute halt sagen, das ist cool und so. Ja. Und natürlich wird es dann immer extremer, als es sein sollte. Und es kommt natürlich auch mit Waffen und solchen Sachen zu tun dann im Endeffekt. Yo, yo, ladies and gentlemen. Das ist immer unsere Partie, das ist in Wien. Ja, das ist unsere Partie. Ja. Da hat keiner zum einen kommen, ja, weil der Paul ist einfach unser. Ne? Das ist in Wien. Sie glauben, sie können uns angehen, weil es mehrere sind. Schauen Sie eine Bruce Lee-Filme an, glauben, aha, ich bin Bruce Lee. Und wer bist du? Du bist der Lutscher oder so auf die Art. Ne? Einfach provozierte Orte, was haben. Und zum Beispiel schaust, gewissen Gegenden, Brauder, 16. Bezirk und so weiter. Ne? Da ist ja schon wahrhaftig, da gibt es eigene Banden schon. Es gibt schon eigene Jugo- und Türkenbande, die sich schon untereinander eingeguschen haben. Ne? Ja, das ist aber wenn es darum geht, gegen Hooligans oder gegen Sinne zu raffen, dann halten sie ja alle zusammen. Ne? Das ist immer so allbekannt schon. Ne? Wenn keiner ungut angeht, gehe ich auch keiner ungut an. Aber ich meine, wenn einer ein Messer auf mich ansetzt, beziehungsweise
ist ja schon meistens, dass man es vorher kriegsbereit hat. Aber naja, ich meine, im Notfall ist, würde ich sicher machen. Wenn man, ich sag mal so, lieber Stichhitze BWB von anders zusticht. Wenn ich zum Beispiel wo gehe und ich hab mein Leitschild dabei und ich hinter mir gegen Wege, dann schauen auf einmal, ah, Hooligan, scheiß Hooligan, bleib stehen, wir werden dich auf Kuschen. Wenn dann drei mehr umfällt, haben wir mein Leitschild hinter, damit ich ein bisschen an Raum gewinne. Ne? Dann, wenn ich sehe, das ist eine überlegene Mehrheit, ne? Dann bin ich bei dir. Ne? Man, für das gibt es einen Laufschritt, ne? So im Sinne. Oder wenn ich sehe, dass da die Feiern sind oder was. Ne? Aber andererseits, wenn ich sehe, sag mal, ich bin jetzt in einer Umgebung, wo ich eigene Freunde habe und die gehen und das ist knapp vor der Umgebung und die kommen. Und dann schieße ich und sage, ich komme zu es warmen, na was willst du? Ne? Man, dann renne ich rein in den Bauer, da halt immer wo das ist, ne? Wo meine Haber sind und in das Lokal. Und wenn ich weiß, das sind genügend Haber und die helfen zu mir und das ist also da meistens der Fall, dann gibt es halt dann schon ein kleines Gemenge. Ne? Schaut, die Türken ziehen sich alle Boots an. Ne? Also die Westernstiefel mit dicken Sohlen und so und schweren Gürtelschnallen. Und da kamen sie halt da, dass sie da reden können und kleines Gesicht und deine Kung-Fu-Tritze und das, was sie haben. Na, das ist klar, ich mein, und wir haben da auch halt eine gewisse Wehr. Ne? Ich mein, ja, und wenn ich sehe, dass da kommen, Zähne daherkriegen, ne, und ich gehe, dann fällt sie einfach hin und mir ist das wurscht, ob ich jetzt einen Triefer am Pullover oder am Shell oder was weiß ich auch immer. Ne? Das ist mir eigentlich bare. Ne? Ja, die können mich genauso auffallen oder deppert treten mit den Stiefeln, ne? Am Shell brauchen wir noch deppert erwischen und die kann auch mein Herz sein, ne? Pick on the jaw, shoot for the jaw, stone to the bone, rebel stand tall, ask for nothing, earn what I'm giving, take what I want, laws I'm living, ring the bell, feel the vibrations, straight to the kill for best stimulation, calculation for the situation at the end, it's total infection. Sie nehmen Waffen. Wir glauben, sie haben Waffen, wir nehmen wieder Waffen. Da gibt es von uns Huls, Jungen und so, nicht, was wesentlich noch Angst haben und nicht Angst, also sie nehmen auf jeden Fall einen Leihstift mit und dann schießen sie halt drauf los. Nicht. So glauben sie wieder, dass wir Waffen haben und dann nehmen sie wieder Waffen und dann ist halt der Waffenkrieg da. Nicht. Dann nimmt jeder Waffen mit. Nicht. Ein Baseballschläger, ja, das ist so wie ein Zeichen von einem Hooligan, ja. Statussymbol. Ja, richtig. Ja. So wie das Wahrzeichen von Wien. Aber der muss halt jeden Tag mit dem Baseballschläger umeinanderrennen. Das ist ja scheiße, wirklich. Ich kann ja nicht auf ein Match einen Baseballschläger mitnehmen. Wie soll ich das machen? Auseinandersetzen. Ja, so machen wir es bei jedem Match. Da warten wir mit 20 Leuten, bis die Warmen reinkommen und dann von der Seite reinkommen. Rein sind sie wieder am Beil. Die glauben, wir sind da daheim. Oh, für die Wurden! Jetzt hast du die Uhr waffen, wenn du es nicht. Scheiße, mehr ich kann nicht mehr schaffen. Da war ein Auto. Was machst du danach? Weißt du was nicht? Und Straßen. Also so ist es eine der größten Gruppierungen heute in Wien. Die Hooligans. Ja, wie viel werden wir zusammenbringen? Bei einem Derby 300 Huls locker.
Aber da sind Mitläufer und so schon dabei gezählt und Leuchtraketenschießer. Ja, stimmt aber. Entweder tragt man ein Hull-Level, ne? Wo Hooligans selbst draufsteht, ne? Dürft nur ein paar mit Polizeischwierigkeiten haben oder zu feige sein zum Anziehen, ja? Dann zieht man Nike, Reebok, Leibern, Best Company, Best Company, Replay, Plus System. Plus System, ja, das ist verschieden. Das sind dann so Nobelmarken halt. Und Schuhe, ne? Schuhe, ne? Turnschuhe, markenmäßige. New Balance, Nike, Reebok oder die Adidas Torschen. Martin sind es, ja. Gesunde Schuhe. Eine Arbeitsschuhe, englische. Ja, kann man auch sagen dazu, aber auf jeden Fall, bei uns gibt es um gesunde Schuhe. Dran glatzerte, dran Huls, ist verschieden. Ne? Aber die, selten. Selten Huls natürlich, ja. Die roten Schuhbandel bedeuten eigentlich mehr rechtsradikal. Rechtsradikal nur, ne? Das ist halt so wie ein Markenzeichen, dass man sieht, dass man rechts ist, ne? Wenn ich normale Marten zeige und schwarze Schuhbandel, kann ich Proleten ausführen, ne? Weiße natürlich Nazi, ne? Nein, das ist Weiße sind für die weiße White Power, das sind ja gegen Neger, Rassismus, ja, aber die weiße Kraft und so. Grüne Schuhbandel, violette Schuhbandel drin, das ist ja, das ist total und verschieden. Bei denen. Das, und wenn er Nierten hinten drauf hat, schaut man das eher aus nach so einer kleinen linken Sau theoretisch. Wir zeigen uns mehr wie die deutschen Hooligans und so an. Das war eher ein Vorbild für uns sind. Ja, nein, weil die scheißen sich nichts von der Polizei. Was man so sieht in Rostock, hat es jetzt gegeben 26 verletzte Polizisten. Das ist ein Wahnsinn. Die Chelsea. Ja, dann gibt es in England die Chelsea Headhunters. Dann in Nürnberg hast du die Red Devils. Das sind auch die verdammt besten Damen. Dann von die Red Lions. Von Schalke hast du die Gelsenszene. So, das sind alles so Leute, die angefangen haben früher wie wir und jetzt in Deutschland die Besten sind. City Boys, 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 City Boys. Yeah! Come on! I'm coming up! So, it was in high school, chill it up. Pom poms and bobbies, like some nigga wants to jump from the top. Everybody was on the line. All the fellas singing the killer dime. Yeah, tears about pop and lost and trust. Brandon took it on and tried to deep inside. And he has aspiration. She says that she has expectation. So, wanted to be a jolly college engineer. We're coming up, y'all. So in jail. Straight quality, but the MCI. We take it for the clan of children. I got verse and murder and the bust I'm queen. I said they locked me up. I don't think about me. Beastie boys. Yeah. Koliki sam pjanac bio, a ti me otresnila. Monika. Kakve su vatre gorjele, a ti ih gasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Samo ja. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Samo ja. Kako ćeš ti bez mene, ali kako ću ja bez tebe? Kad dođu teški dani, kad odu sijarani,
Ani, kad zamirišu Jordovani. Wir wollen uns nicht mit anderen schlägern. Ich meine, im Notfall, wenn es wirklich sein muss, okay. Ich meine, dann setze ich mein Leben, er setzt sein Leben, er, alle anderen setzen sein Leben für uns. Wir lassen uns nichts gefallen. Ich meine, es ist in Ordnung, wenn jemand auf der Straße geht und sagt, hör hier, die Idioten. Ich meine, sag ich auch, du Idiot. Aber wenn jemand sagt, du bist die Boy, du Arschloch, du ich fick, was weiß ich, du Hurensohn, dann geht's ihm schlecht. Genau, weil bei Jugos, ja, wenn man die Mutter schimpft, das ist seine Ehrenbeleidigung. Die ganze genau Familie, also die ist heilig. Die Familie ist heilig. Man kann alles beschimpfen hin und her, ja, aber die Familie, ob man es hat oder nicht, ja, man glaubt daran, dass man sie hat, ja. Man glaubt daran, dass es die beste Familie ist, die man hat. Und man lässt sie einfach nicht beschimpfen. Ob man jetzt als Weise aufgewachsen ist oder nicht, das ist wurscht. Aber man hat eine Familie. Und wenn es nur da oben ist, ja. Entweder wenn es zum Beispiel ein Weiser ist, dann ist seine Familie, wenn ich jetzt ein Weiser bin, dann wäre er meine Familie, mein Freund, ja. Und deshalb bedeutet die Gang so viel. Die Gang bedeutet verdammt viel. Weil ich kenne einige Jungs, die haben keine Eltern gehabt von unserer Gang. Und die Beastie Boys bedeuten ihnen alles. Und deshalb ist es so wichtig für sie. Zum Beispiel, ich habe eine Familie. Und wenn mich jemand schimpft, macht mir das nichts. Wenn meine Familie jemand schimpft, den könnte ich auseinandernehmen, den Typen. Ich meine, es ist so. Weil die meisten Gangs, wenn sie schauen, die haben sich selbst nicht einmal untereinander gekannt. Ja. Die haben sich nicht untereinander gekannt. Es sind Typen mit roten Tücheln um den Kopf umeinander gegangen und haben geschaut, ach, du bist auch einer von meiner Gang. Sowas, hallo, ich bin der und der. Bei unserer Gang ist das anders. War das anders. So. Bei uns haben sich alle gekannt, waren alle aus demselben Viertel, alle Jugendlichen, alle jugoslawischen Jugendlichen, kann man sagen. Es waren Österreicher auch. Es waren alle, ja. Aber die waren aus dem einen und demselben Viertel, haben sich alle gekannt, waren alle super Freunde. Und wenn jemand gesagt hat, so, ich brauche Hilfe und so, dann haben ihm alle geholfen. Haben ihn alle unterstützt. Ja, genau. Bei den anderen Gangs, ich habe den nicht einmal gekannt, warum soll ich ihnen helfen? Das ganze Banden. Sie sehen ja, Red Brothers, White Lives, waren alle in den Zeitungen, sind alle festgenommen worden. Es sind verdammt viele im Gefängnis, wegen Rauschgift, ich weiß nicht, Waffen und so weiter. Wir haben uns gesagt, wir wollen damit nichts zu tun haben. No drugs, no... Keine Drogen, keine Gewalt. Yeah. Wir sind einfach ein Freundeskreis. Wenn uns jemand anfällt und uns arg beschimpft, ist logisch, dann gibt es einen auf die Fresse. Aber wenn es so Kleinigkeiten sind, ich meine, warum soll ich mich wegen Drogen prügeln? Ich meine, ich hasse Drogen, ich nehme keine Drogen. Ich pfeife drauf. Ja, genau. Es ist nur unser Freundeskreis und aus. Schauen Sie, er ist ein Serbe. Serbe, Kroate, Serbe, Serbe. Alles klar? Ich bin ein Kroate, das ist ein Serbe, das ist ein Serbe. Es ist so, ich bin Serbe, ich liebe mein Land. Ich würde für mein Land sterben, wenn es sein müsste. Aber ich meine, warum sollte ich wegen Kommunisten oder angeblich Kommunisten und für Politiker, von denen ich nichts halte, sterben? Da sieht man halt die Eroberung von, ich glaube, 3 oder 4 serbischen Dörfern, was in Kroatien sind, wo die Serben alle vertrieben worden sind von den Dörfern. Zum Beispiel die Serben hier, die sagen, in Kroatien gibt es keine Chetniks und so weiter. Und auf der Kassette sind welche drauf und die haben gefragt, von wo kommen die, das sind sicher keine. Hat man ja alles gesehen, wie es ist. Das mit den 2 Leuten, also was gefangen genommen worden sind, die haben zugegeben, dass sie Chetniks sind. Und die waren ja halt 2 Tage da unter der Brücke im Wasser, der eine mit dem
Fuß gebrochenen. Gebrochen kann man nicht sagen, der war ein bisschen mehr als gebrochen. Aber ja, das mit den Tieren eigentlich. Das, wo das eine Schwein da, also das Bein von dem Chetnik da anfängt zu fressen und so. Das. Irgendwie ist das egal, ob er jetzt ein Serbe ist oder nicht, aber trotzdem, es sind ja alle Menschen irgendwie, ne? Also, dass Tiere Menschen fressen, das ist schon nicht, also das ist nicht sehr gut zu sehen, ne? Mit dem gehe ich fort. Mit dem mach mich wichtig. Das sind unsere Waffen, was wir haben. Wir brauchen keine Waffen. Zum Raffen nicht. Und so auch nicht. Und die Leichte ist eh alles ein Blitz. Dann schießt du einmal rein und gehst halt beim zweiten Mal hin. Und bis der nachgelandet hat, muss er eh schon fallen. Alles so ist. Aber auf Luft dann jetzt nicht an, für was ist das gut? Nur weil der jetzt braun ist, oder weil der gelb ist, oder weil der außer Salzburg-Fans ist, oder weil der Rapid-Fans ist. Ich meine, sicher, das gibt's alles, aber ich find's nicht leibend. Ist nicht notwendig. Ich nehme mal lieber Straßenmoped. Jetzt da zwei Schuhe auf, kann man besser. Ich meine, ich glaube zumindest von uns ist jeder einmal wirklich ordentlich gesalzen worden. Und ich meine, ich bin auch damals mit den Fist reden worden, und seitdem eigentlich mache ich es auch, streite gar nicht ab. Ich meine, ich rauf aufs Gerade auch, aber wenn es nicht anders ist, warum nicht? Wie viel gibt es bei den Haarreißen oder Zwicken oder Kratzen oder Beißen? Gibt es auch alles, also warum soll man nicht mit dem Fuß auch hier anderen? Wenn bei mir einer steht mit dem Messer, dann bin ich sicher auch anders. Dann schalte ich komplett anders um. Ich meine, ich bin schon gestochen worden, ich weiß, wie das ist, aber das würde mir sicher nicht mehr so schnell passieren. Weil ich jetzt schon im Vorhinein die Situation ausschätzen kann. Und die Leute. Das ist das Wichtigste. Das ist korrekt, das Lied. Hey. Ja, da brauche ich schon ein paar Leute, ne? Die was wirklich da, was mit da. Ja, alleinig. Ist nicht so gut, ne? Wer tut denn schon den Fernseher alleine oder so irgendwie, ne? Das ist nicht korrekt. Yeah.
Wir sind homosexuell, White Lives. 200. Das ist Kupplung. Was ist jetzt? Wie ist der Jam, oder? Das ist türkischer Mond. Yes. Für die Fahne, ne? Go, 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 go. Nazis sind für mich Ausländerfeinde. Lass uns immer dahin. Die sind, sobald sie gegen Ausländer sind, stellen Ausländer sich gegen sich. Nazis zum Beispiel, wenn wir 60, 70 sind, gehen auf 20 Ausländer, weniger. Wenn wir sind, machen wir immer Einzelkampf. Eins gegen eins. Es ist gut, ja. Nein, schon nicht. Die ziehen zum Beispiel Lonsdale an, Reebok, Commandos, Martens. Die Ausländer ziehen, ja, die Ausländer ziehen Levis. Levis, O'Neill, Chevenier. Das sehe ich ja. Also die Ausländer haben bessere Sachen als die Österreicher. Die Österreicher kaufen sich um 300, wie der Leppi gesagt hat. Sie ziehen am meisten Wiedbäuer und Doringo. Enge Hosen, wie normal. Also, wir sind zwar Ausländer, aber trotzdem, wir haben bessere Sachen als die Österreicher. Martin ist draußen, er sitzt draußen mit der Dings. Ja, fern. Der Martin, ist auch drin. Der große Mikrofon, ne? Martin ist gut bei der Ecke. Das ist Martin. Schatz, du hast eine Kussfreiheit. Was? Unschau auf die Uhr, muss man noch früher anfangen, gell? Schau, ich habe auch gewartet auf ihn 3 Stunden lang und wer ist nicht dahergekommen, mein liebes Schatz. Oh, der Köker war noch nicht da. Alter, ich bin seit 3:07 da, ich habe sogar sie versetzt wegen dir. Das geht nicht. Das scheiß dir auch, Alter. Nee, es hat am besten sechs Tasten, Oh,
Wahnsinn! Alter! Was sind wir nicht mehr hier? Nein, ich bin nicht da. Du Sau, du! Alter, du kommst rein, kommst weg. Das ist schlecht, dann kommst du zurück. Ich weiß nicht. Wie fährst du eigentlich denn hier? Das ist ein Bad, oder? Was ist denn da? Das ist schon echt gefallen. Das ist ein bisschen gut. Bitte, was rennst du so hart? Na und? Na was na und? Du sagst, du gehst heim und dann gehst du nicht heim, oder was? Wenn die Alex den Schlüssel vergessen hat, ist der auch gefragt. Ich scheiß auf die Alex, ja? Ja, Verzeihung, sie ist meine Schwester. Na, no, jetzt glaube ich, dass ich das annehmen, wirklich? Soll ich das annehmen? Glaubst du, glaube ich, ja? Wenn sie ihre Schwester, meine Schwester ist, ja? Was für ein Möbel so alles ist? Genug, ja? Und was sind sie wetten? Ja? Und was sind sie wetten? Na und? Wo hat den Schlüssel vergessen? Da ist die, oder was? Ja, genau. Ja, da hinten am Tisch ist gegen der Markus hinten gesessen. Ja? Ja, genau. Wirklich? Ja. Was soll ich glauben? Frag ihn Heinzi. Der war gestern nicht da. Wetten, dass er gestern da war? Heinzi! Heinzi! Ja. Kommst du mal her, bitte? Sicher? Ja, das. Frag sie! Frag, warte mal, wer war denn da gestern noch da? Sie hat mir gerade was erzählt, gell? Hä? Was? Ne, Frau. Nicht schaffe. Schaffe. Heinzi! Heinzi! Ja? Kommst du mal her? Nein, ich möchte nur was fragen. Was war sie gestern da? So, tu es ruhig, nicht schon. Mach die Augen zu, geh rein. Danke. In was war sie gestern da, Heinzi? In was? Ja. Ja, sieh das, wissen nicht, was du machst. Ja, nein, frag ihn Heinzi, ja? Nein, er war ja da, er hat einen Dienst gehabt gestern und du hast gesagt, er war nicht da. Er hat ja gesehen, dass ich nochmal gekommen bin um einen Schlüssel. Gestern am Montag? Ja, nein, gestern war nicht Montag, gestern war Dienstag. Wieso war ich gestern eher da? Ja, warst du eh auch da? Ich habe ihn Heinzi aber nicht gesehen. Was? Was? Na was? Na was? Na bitte, was regt dich das so auf? Ich hab mein Rädchen nichts gehabt. Das ist mir scheißegal, was du mit dem Trottel hast, ja? Na, dann reg dich nicht so auf, bitte. Na und? Wir Blickerleuten dort da schwängern könnten. Na ja, wirklich. Bist du aber? Daniela! Wollt die Baden? Wie redest du mit meiner Schwester? Das hört sich scheiße, ja. Was sind sie mit der Schwester, ja? Wer ist der wichtige Junge deiner Schwester, ha? Komm, sag's. Na, blöde Frage. Nein, komm, sag's. Komm, ist keine blöde Frage. Komm. Und du kannst mir das gleiche fragen. Wer ist so wichtig, mein Bruder oder ich? Okay, komm, sag was. Na, du natürlich. Naja. Ja, mit meinen Eltern habe ich keinen Kontakt mehr, jetzt nur noch mit meiner Oma. Mein Vater kommt ab und zu einmal und so, aber meine Mutter ist halt immer geschimpft und so, was ein Fehler war, aber jetzt sicher sehr, aber früher, ich meine, da habe ich einfach geschimpft, los geschimpft, aber jetzt sicher bereue es, aber jetzt ist es spät. Ich war schon bei meiner Mutter, wollte mich entschuldigen, aber nicht so gut. Sehr viel Zeit bin ich jetzt heute, muss ich eine Wohnung suchen. Ja, angefangen hat alles, als ich wieder die Kriminalpolizei bei mir daheim war. Da war es total raus dann. Und dann ist da die ganze Zeit die Anklageschrift gekriegt, wie es das gelesen hat. Da war es aus. Okay. Yeah. Schon vorbei.
Ein Schlag und der Makro. Der ist mir heute auch gegangen. Muss verstehen. Und wenn er meine alte auch geht, dann bringe ich ihn um. Muss verstehen. Is it just a mental thing going through my mind? I want you all the time. Can't you see I'm in love with this girl? Are you blind to the fact? My biggest thrill is when it's your will to commit that sex act, baby. Pleasure to the highest degree puts me on the edge of madness. Your love is the baddest, I've got to have this feeling of your body close to mine. Make your moan and whine, I believe in it. Was hast du gemacht? Ich meine, die Pappen gehabt. Ein Schlag, es klingt. Der wollte nicht mehr aufstehen. Ich kann nichts dafür. Ich meine, ich hätte sicher nicht auf ihn hintreten. Ich meine, er ist freiwillig clean geblieben. Ich sag, ich will nichts mehr. Ich meine, es klingt zwar lustig, aber es ist sicher nicht lustig. Das kannst du mir glauben. Das Kind von mir verlangen, dass du das will. Ich zeig dir nicht, dass du das Kind. Dann gehen wir hin und sagen wir es ihm. Wir müssen verarschen. Dann sag es ihm. Hat der Matthias oder wer aufgeschrieben auf meine Mama? Ich frag ihn wohl. Wo gehst du denn nüchtern haben? Wieso? Erst. Wie war es sich bei deinem. McDonald. Ja. Bist du dort? Ja. Da war ich jetzt aber. Wann kommt der heute? Wo gehst du jetzt hin? Haben? Das ist zu viel, ich muss um 5 Uhr aufstehen, bis zu 8. Und ja. Bin ich wirklich daheim? Ja, komm, gehen wir auf ein Bier. Nein, ja, ich geh mal rein. Da fahren wir wirklich an, wenn ich reingehe. Nein, wir fahren kaum nicht. Nein, da will ich nicht, gehen wir ins Flo. Nein, ja. Nein, geh, du gehst heim und ich geh heim. Nein, wir gehen ins Flo. Du gehst schlafen, erste alte Wort gehört. Na und? Ich war schon lang. Na und? Jetzt geh heim und du gehst heim. Es ist zu viel. Du gehst heim und ich geh heim, ja? Nein, komm nicht. Nein, okay. Gehen wir nochmal da. Ja, yes. Wir gehen heim. Nein. Wann treffen wir uns morgen? Du hast mich. Nein, du kommst nicht. Ich komm um 6:30 bei dir. Ciao. Okay. Schaust du den Griff an? Ja, du gehst dann erst heute. Köcker, da oben gehst. Ich hab mir Pulle noch mal auf die Scheiße. Nein, ich hab dann nicht. Das gehört meine Alten. Okay. Jetzt kommst du mit? Es kommt. Und wenn ich einer gefahren bin, wirklich auch. Wenn du gefahren bist, dann kann ich dir sagen. Du bist auch so. Erst, du willst wieder was trinken drinnen. Nein. Erst mal, Daniel, hol seinen Pullover bitte. Nein, komm mit. Hol seinen Pullover. Nein. Hol seinen Pullover. Bitte hol seinen Pullover. Welchen Pullover machst du denn? Den hast du auch nicht gekauft. Das ist deine Tasche oder du kaufst? Ja, da ist seine Tür. Ich glaube, sicher nicht da drin. Geh bitte nach und hol seinen Pullover. Geh mit ihm wieder raus. Oh, Alter, Fleisch. Da hast du gleich deine Hose verlegt. Ja. Papa. Alle. Wo ist der Weg? Wo ist der alle? Das mit der ist dann auch gegangen. Thank you.
Alter, bist du angeschüttet, oder was? Geweckt ist. Und du hast nie wieder auf mich, okay? Das war nicht so weg, gell? Ja, Alter, du zahlst es aus und trägst es auf ihn. Zeigst es ihm so hin. Ist gelohnt. Du in deiner Zuheit, wer weiß, was du magst. Ich glaub, sie schießen aber auch. Ja, ja. Du hast nicht gezahlt. Was? Nix? Nichts? Haben sie selber in den Fuß geschossen. Sind wir verrückt? Ist mir wurscht. Das sind gerade gesehen. Geschnitten haben sie gestern gestochen. Ja, in Mädling. Türken, ja. Haben wir schon alles. Zwei Minuten bin ich weg gewesen. Zwei Türken. Minuten? Ja. Das heißt, du auch nicht verhindern gehen. Ja, das glaube ich. Weil ich sage nämlich so, dass sie mir angepasst haben, ganz einfach. Ich gehe mit der Doris in ein Lokal, kommt Zucker von mir, kommt der Andi. Blut überströmt, über den Schnitte, sage ich, Andi, was ist? Ja, ich gehe in meine Stirn rein, komm mit dem Hund von der Stirn, also patsch, patsch, nur mit den Stichen, Alter. Ich habe den Hund angebracht, gehe ihn in die Wohnung, bringe den Hund heim, komme raus von meiner Wohnungstür, fahre mal, stürmen sechs Türken ein auf mich mit dem Messer. Ins Gesicht haben sie mich aufgestochen, die Hand haben sie mir aufgestochen. Und dann heißt es immer, die Rechtsradikalen sind die Schuldigen. Ich meine, ich finde es nicht leid, dass immer jeder auf die Rechtsradikalen losgeht. Wenn man irgendwann, ich meine, ich verstehe es, ja, Krieg haben sie, wenn sie zu uns kommen, verstehe vollkommen. Aber wenn der Krieg aus ist, sind sie einfach. Weiß ich an. Aber das Türken-Gesindel gehört weg. Ja, die kommen sowieso weg, weißt du, jetzt legen wir mehr los, so wie es ausschaut. Ja, weil jetzt werden wir mehr ausschauen. Jetzt fangen wir mehr aus, so schaut's aus. Jetzt habe ich da so einen Arm, da haben sie mich am Ländermeckschnitter gestochen, jetzt habe ich da einen Arm, vier nicht. Da vier nicht. Mann, das ist Wahnsinn, du kannst nirgends mehr hingehen. In Steinbauer Park, da brauchst du ein Maschinengewehr. Das hoffen sie auch, die fliegen jeden an. Du hast Reebok in den Schuh an, Nike in den Schuh an, du bist nicht einmal Hooligan oder irgendwas. Automatisch, du hast die Schuhe an und die treten die nieder. Ich gehe jedes Mal in den Steinbauer Park, in Meidling. Ich gehe in den Park rein. Kommen sechs Jugoslawen auf mich zu mit den großen, großen Gürtelschnallen, die jetzt modern sind. Die fallen sich in den Gürtel aus, gehen alle sechs auf mich zu. Ich habe den Hund mitgehabt. Aber der war weg, weil meiner geht immer strandeln, ein, zwei Stunden, sicher nicht, aber er kommt immer wieder zurück, weil ich lasse ihm seinen Auslauf. Warum soll er einen Leinenhund mitkommen? Und ich stehe auf einmal, kommen zwei zu, auf, du bist ein Hooligan, gell? Sag ich, na, warum soll er ein Hooligan sein? Sagt er, na, dann bist du ein Skinhead. Und auf einmal sicher schon, wie die anderen in den Gürtel ausfahren. Ja, was war mir anders überblieben? Wenn ich so eine große Schnalle am Kopf kriege, bin ich tot. Jetzt habe ich einen Leichtstift gezogen, habe mir den angenommen, habe aufs Knie gefahren und habe einen Leichtstift in den Mund reingesteckt. Und ich sage so, und jetzt geht's kommen, aber dann ist einfach ein Haber und ein Brenner. Weil man, ich habe so nicht was gegen Ausländer oder so, weil wenn sie brav arbeiten, gibt's nichts. Aber ich meine, wenn ein Türk sagt, Österreich gehört uns und wir werden euch Österreicher zu Tschuschen machen, dann ist das schon ein bisschen krass. Weil ich finde, in Rostock oder was da jetzt war, in Zeit im Bild, wo sie das Asylantenheim gestürmt haben, wo 2000 Passanten gelatscht haben, das finde ich richtig. Aber die Polizei hat auch einen Völler gemacht da draußen, dass sie das Asylantenheim gebrannt haben. Weil jetzt wird es noch ärger werden. Man sollte jetzt ja endlich einmal was tun dagegen, weil wenn das jetzt so weitergeht, umso mehr Asylanten kommen und umso mehr steigt das Rechtsextreme. Aber dann wird es immer gefährlicher werden. Weil es haben sich schon genug die Bus von uns gefunden, auch was man gesehen hat, seit dem Bild und so. Mit Sturmgewehr und allem drum und dran. Langen los. Da gehen wir immer auf paramilitärische Übungen. Aber das haben sie jetzt auch verboten.
Ich liebe es halt. Ist er hoch? Was hat er gesagt? Was? Was ist denn der Arbeit? Das ist der Typ. Ja, ich bin der Arbeit. Na und? Noch nicht. Na und? Da fick ich auch. Ich was? Hä? Jetzt los, Herr. Was willst du denn? Jetzt los, Herr. Ist was? Das bleibt mir da los, ja. It's just a mental thing going through my mind. I want you all the time. Can't you see I'm in love with this girl? Are you blind to the fact? My biggest thrill is when it's your will to commit that sex act, baby. Yes. That's the hipper. Schatzi. Schatzi. Ali, steh auf jetzt erst. Hey. Viele Menschen auf der Welt einsam oder so. Und es betrifft viele. Und jeder ist mal einsam auch. Wenn er glücklich ist, eine ganze Familie hat, aber jeder fühlt sich mal einsam. Na, ich bin eher ein ruhiger Typ. Ich bin immer ruhig, halte mich immer zurück oder so. Und ich mische mich in nichts ein. Naja, ruhiger Typ. Aggressiv kann man nicht so sein. Naja, ruhiger Typ, finde ich. That was a crazy day. Oh, please give me something. I can't remember so far. Oh, please give me something. I can't remember so far. Just a little bit of something.
Hallelujah.